Telegramme aus Amerika. In ihnen steht, dass an Morgentau ziemlich viel Geld für Armenier geschickt wurde. Wie Sie sehen, wissen wir darüber Bescheid. Und Sie können auch unschwer erraten, wie. Vergessen Sie nicht, dass Deutschland, Ihr Land, unser Kriegsverbündeter ist. Ich glaube nicht, dass der deutsche Staat Ihre überzogenen Maßnahmen gegen die Armenier gutheißt, General. Seien Sie sich nicht so sicher. Die Meinungen der Staaten ändern sich oft, nur Sie selbst ändern sich nicht so leicht. So ist das. General, Sie können dem ein Ende setzen. Diese Macht haben Sie. 100.000 Menschen schweben auf den Wegen des Ostens zwischen Leben und Tod. Es kann doch nicht sein, dass Sie wünschen, dass diese ganze Provinz nach verfaulten Leichen riecht und der Euphrat voll mit Toten ist. Bitte, Herr Lepsius, setzen Sie sich. Verkünden bitte. Sie, es reicht. Ich weiß, dass noch nicht alle Provinzen und Sandschaks entleert worden sind. Erklären Sie die Anweisungen für neue Vertreibungen für zurückgenommen. Und wenn ich nach Deutschland zurückkehre, werde ich Ihren Namen lobpreisen. Sie übertreiben, Herr Lepsius. Mr. Morgenthau hat Sie zu Vorurteilen verleitet. Aber trotzdem, damit Sie beruhigt sind, werde ich Ihre... Seien Sie versichert, General, dass ich alle meine Vorurteile an der Schwelle zu Ihrer Tür zurückgelassen habe. Gut, Herr Lepsius. Ich zweifle nicht an Ihrem guten Willen. Ich vertraue darauf, dass Sie beim Verlassen dieses Raumes Ihre Vorurteile nicht wieder mitnehmen werden. Aber es gibt eine Sache, die ich gern verstehen würde. Danke, sehr aufmerksam. Was ich wissen möchte, Herr Lepsius, ist, warum?